Freitag, 9. September 2011. Ein grosser Tag für das Collegium Musicum Basel. Der neue Chefdirigent vom CMB-Symphonieorchester gibt sein Debüt. Nach dem Weggang von Simon Gaudenz kommt mit dem Kevin Griffiths ein junger, engagierter Dirigent aus England mit einem engen Basler Bezug. Ich bin vor einigen Jahren schon hier gewesen, und zwar habe ich 7 Jahre lang in Basel gewohnt und 4 Jahre lang studiert, Violine studiert, an der Musikhochschule in Basel. Also ist es mir eigentlich sehr, sehr wohl bekannt und es ist daher natürlich wunderbar für mich, wieder quasi im alten Heim zurück zu sein, das mal als Dirigent. Sprechen wir doch gerade das weiter an. Ihre Ausbildung haben Sie zum Teil in Basel genossen. Wo denn noch? Als ich Violin studiert habe, bin ich 4 Jahre zu Basel gewesen. Da bin ich auf Bern 3 Jahre mit dem Igor Osim. Und dann bin ich auf Luzern, Giuliana Carmignola. Und dann erst so langsam hat sich das verschmolzen, dann das Dirigieren und das Violinspielen. Und das Dirigat hat dann übernommen. Und ich bin dann nach London, habe an der Royal Academy of Music 3 Jahre dann, Dirigieren studiert. Bin weitergezogen auf Manchester 2 Jahre. Die Chefdirigentenstelle beim Collegium Musicum Basel bedeutet am Kevin Griffiths viel. Bis jetzt war ich freischaffend. Ich war viel in den Orchester im Ausland, Deutschland, England, ganz Europa weit. Und es ist jetzt für mich meine erste Chefdirigentenstelle mit einem Symphonieorchester. Und da hat man natürlich Freiheiten. Also künstlerisch gesehen kann ich programmieren, ich kann Solisten einladen, man kann etwas Gemeinsames aufbauen. Oder? Wir haben den sympathischen Engländer mit dem fließenden Schweizerdeutsch nach der Generalprobe zu seinem Debütkonzert getroffen. Wenn man als Chefdirigent zum ersten Mal vor seinen Musikern steht, ich denke, von beiden Seiten ist die Erwartungen irgendwo hochgesetzt, aber auch offen. Und ich glaube, man muss einfach mal den Eis brechen am Anfang. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Wir werden heute Abend feststellen, wie wir können agieren, wie entspannt das wird, wie... wir lassen uns überraschen. Der Kevin Griffiths ist ein junger, aber nicht unbedingt ein junger Wilde, wie das Programm von seinem Antrittskonzert beweist. Was hat er in Basel mit dem CMB vor? Wir haben ein Publikum, das Collegium Musicum hat das Publikum und es ist mir und es ist am Orchester sehr, sehr wichtig, dass wir die Tradition, die wir bis jetzt haben, natürlich weiterführen, klassische Werke. Und es ist auch klar, dass ich jetzt als neuer Künstler da bin und dass ich gewisse Akzente im Saison möchte setzen. Und jetzt im 3. Abo-Konzert zum Beispiel habe ich etwas von meinem Heimatland, England, mitgebracht, von Britain, etwas mit Tenor. Und es werden nur immer so punktuelle Pinpoints sein. Und ich glaube, das Publikum kann sich darauf sehr, sehr freuen, weil ich sorge dafür, dass es auch tolle Musik ist. Ein junger Chefdirigent, ein eingespieltes Symphonieorchester. Wie geht der Engländer mit dieser Sachlage um? Erste Geigen passen Sie auf 478, oben mit ein bisschen Rubato. Auseinandersetzungen zwischen ambitionierten Dirigenten und Starmusikern sind ja zum Teil legendär. Ich hatte eigentlich sehr, sehr selten Probleme gehabt. Ich glaube, das ist eine allgemeine Respektsache. Man zeigt Respekt, man kommt Respekt über. Es ist keine Diktatur mehr wie vor 40, 50 Jahren. Man muss sehr diplomatisch vorgehen. Es ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man entspannt probiert, entspannt arbeitet. Weil nur so kommt man wirklich zu höchsten Glanzleistungen. Man darf gespannt sein, was der neue Chefdirigent am CMB bringt. Eins ist auf jeden Fall schon einmal klar. Der erste Oben der ersten Saison ist für Kevin Griffiths und damit für das Collegium Musicum Basel ein voller Erfolg gewesen. Wir gratulieren. Danke vielmals.